100 ml Edeka Bio-Rote Betesaft, 55 Gramm Salz, 30 Gramm Zucker, 400 Gramm Lachsfilet, im Ganzen, Klammer auf ohne Haut und Gräten, Klammer zu, je 500 Gramm weißer und grüner Spargel, je 1 Esslöffel Fenchel und Koriandersamen, 1 Bio-Zitrone, 15 Gramm Ingwer, 2 kleine Zwiebeln, 1 Handvoll Korianderblättchen, 4 bis 5 Esslöffel Olivenöl, 1,5 Teelöffel Sesamöl, 1 bis 2 Teelöffel Chiliflocken, 4 bis 6 Esslöffel Sojasauce, 3 Esslöffel Erdnussöl, 1 Rote Bete Saft mit Salz und Zucker verrühren, Lachs abbrausen, trocken tupfen und ca. 2 Stunden darin marinieren. 3 Knoblauchzehen, 80 ml Olivenöl, 8 Stiele Basilikum, 1 Chilischote, 1,5 kg weißer Spargel, Salz, Pfeffer, 150 Gramm Zwiebeln, 1 rote Paprikaschote, 800 Gramm Tomaten, 4 Esslöffel Erdnussöl, 1 Esslöffel gut und günstig Tomatenmark, 200 ml Gemüsebrühe, 1 türkische Lira Zucker, 20 Scampi, Klammer auf küchenfertig, ohne Kopf, Klammer zu, Saft von E-Zitrone, 1 Knoblauch schälen, grob hacken und mit Olivenöl leicht erwärmen, Basilikumblättchen abzupfen. Gut die Hälfte davon mit der Chili zum Öl geben vom Herd nehmen. 2 Währenddessen Spargel schälen, Klammer auf, beim grünen Spargel nur die unteren Enden, Klammer zu, Enden abschneiden und längs halbieren oder vierteln. Spargel in kochendem Salzwasser ca. 3 Minuten blanchieren, abgießen, abschrecken. Fenchel und Koriandersamen ohne Öl in eine Pfanne anrösten. Zitrone heiß waschen, trocken reiben und eine türkische Lira-Schale abreiben. 1,5 Zitrone auspressen, Ingwer schälen und fein reiben, Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden, Koriander grob hacken, alles zusammen mit Olivenöl, Sesamöl, Chiliflocken und Sojasauce, vermengen und ca. 20 Minuten ziehen lassen, 3 Lachs aus der Marinade nehmen und trocken tupfen, Erdnussöl in der Grillpfanne erhitzen, den Fisch darin 1 bis 2 Minuten bei starker Hitze anbraten, umdrehen, Pfanne vom Herd nehmen, Lachs ca. 3 Minuten so ruhen lassen, dann aus der Pfanne nehmen und mit dem Spargelsalat servieren.